Richard II., König von England, kommt nicht als Gast nach Zypern. Seine Krieger besiegen die Truppen des oströmischen Statthalters. Richard macht sich zum Herrn der Insel und verkauft die Nutzungsrechte für 100.000 Goldstücke an die Templer, die sich hier nach heimischem Geschmack einrichten. So wird das christlich-byzantinische Zypern zur ersten Kolonie der englischen Krone. Die Templer können nur 40.000 Goldstücke aufbringen. Sie errichten Burgen und versuchen, das Geld aus der Bevölkerung zu pressen. Die Templer ersticken in Nikosia einen Aufstand in einem Blutbad. Sogar in der Kirche metzeln sie ihre Opfer dabei nieder. Die geldgierigen Barone mit dem lateinischen Ritus bleiben für die meisten griechisch-orthodoxen Einheimischen fremde Herren. Viele Griechen ziehen sich in das Innere Zyperns zurück, um ihren Glauben zu bewahren. Einige reich ausgemalte Kirchlein sind noch erhalten. Der Chronist Neophytos von Zypern über Richard. Der Engländer plünderte das Land aus und segelte nach Jerusalem. Dabei hinterließ er Vasallen, die weiterraubten und ihm die Beute nachsandten. Er erreichte nichts, der Sünder, der er war, gegen den Mitsünder Saladin. Er erreichte nichts als den Verkauf von Zypern an die Lateiner. Groß war die Klage und unerträglich die Düsternis, die von Norden kam, wie es prophezeit war. Nachdem das Finanzielle geregelt ist, segelt Richards Flotte nach Syrien. Richard landet vor der Johanniterburg Margat. Die Burg des christlichen Militärordens ist einer der letzten Stützpunkte der westlichen Feudalherren im Osten. Das Königreich Jerusalem war von den Truppen Saladins nach der Schlacht von Hattin in wenigen Monaten besetzt worden. Richard weiß inzwischen, dass dieser Sachverhalt die Feudalherren nicht geeint hat. Im Gegenteil, sie streiten sich um den Rest des Königreichs. Der König Guido von Lusignan war momentan völlig besitzlos. Nach der Schlacht bei Hattin hatte Saladin König Guido von Lusignan und den Adel des Königreichs gefangen genommen. Nachdem Saladin fast alle Städte Palästinas zurückerobert hatte, lässt er den König wieder frei. Guido versichert Saladin eidlich, unverzüglich die Heimreise anzutreten. Guido von Lusignan begibt sich aber nach Tyros. Konrad von Montferrat hatte Tyros gegen Saladin behauptet und so dem Königreich eine letzte Stadt erhalten. Das hält Konrad für einen Rechtstitel und will die Stadt nicht hergeben. Guido, der König ohne Königreich und Heer, muss nachgeben. Ein Jahr später zieht König Guido mit ein paar Gefolgsleuten nach Süden und beginnt die Stadt Akkon zu belagern. Was als Verzweiflungstat beginnt, erweist sich als erfolgreich. Saladin kann die Belagerung der reichsten Hafenstadt Palästinas nicht verhindern. Im April 1191 treffen die 5 Schiffe des französischen Königs Philipp vor Akkon ein. Das französische Kontingent greift in die Kämpfe ein. Philipp hat seinen Cousin Konrad von Montferrat aus Tyros mitgebracht. Mit Hilfe des französischen Königs hofft Konrad, seinen Anspruch auf Akkon durchzusetzen. Obwohl die Belagerung von Akkon eine Initiative Guidos von Lusignan ist. Im Streit um die noch nicht eroberte Stadt schlägt sich Philipp also zur Partei Konrads. Guido von Lusignan hat dagegen Richard schon in Zypern aufgesucht und dessen Unterstützung gewonnen. Wieder stehen Philipp und Richard in verschiedenen Lagern. Die Lage ist verworren. Guido von Lusignan war durch die Ehe mit Sibylle, einer Tochter des Königs von Jerusalem, in den Besitz des Königreichs gekommen. Guido war auch zum König gesalbt worden. Als seine Sibylle plötzlich stirbt, heiratet Konrad in einer Nacht- und Nebelaktion die Schwester Sibylles, Isabella,
und erhebt damit den Anspruch auf das Königreich. Es war ein Fall von doppelter Bigamie. Sowohl Isabella als auch Konrad waren verheiratet. Der Bischof von Pisa hatte die Ehe Isabellas nur geschieden, weil er sich Vorteile für Pisa versprach. Die Machenschaft war kirchenrechtlich ein Skandal. Richard würde vertraute Verhältnisse antreffen. Richards Flotte kommt am 8. Juni vor Akkon an. 7 Wochen nach Philipp. Der Augenzeuge Ambroise reimt: Man hörte der Trompetenklang, Richard zu grüßen, den Ritter von Rang. Und all die große Christenschar war froh, dass er gekommen war. Türken in der Stadt beschlich ein Schrecken, der war fürchterlich. Die Ankunft der Flotte verschlechtert die Lage der muslimischen Garnison in Akkon beträchtlich. Schiffe aus Kairo hatten bis dahin Verstärkungen und Nachschub in die belagerte Stadt bringen können. Ein solches Versorgungsschiff aus Ägypten war von Richards Schiffen vor der Ankunft versenkt worden. Saladin ist besorgt. So sieht Saladin die Lage. Zwischen ihm und der Stadt befindet sich das Lager der Kreuzfahrer. Seit Monaten greifen seine Truppen das Lager an, um der Garnison in der Stadt Hilfe zu leisten. Aber die Christen haben Erdwälle aufgeworfen, hinter denen sie alle Angriffe der Muslims abwehren. Im Lager der Kreuzfahrer geht der Streit um die Thronfolge trotz der schweren Kämpfe weiter. Philipp fordert zu Recht die Hälfte der eroberten Insel Zypern. Richard lehnt ab. Die inneren und äußeren Frontlinien bleiben starr. Bei jedem Angriff der Kreuzfahrer auf die Stadt lässt Saladin das Lager von der Landseite aus angreifen. Sein Prestige, das er mit der Eroberung Jerusalems in der islamischen Welt gewonnen hat, steht auf dem Spiel. Auch Richard ist in Prestigefragen empfindlich. Die Kämpfe sind erbittert. Ohne Nachschub wird in Akkon die Lage der Garnison aussichtslos. Der Statthalter muss verhandeln. Für die Schonung der Garnison bietet er schließlich 200.000 Goldstücke, alle Güter in der Stadt, die Freilassung der Gefangenen und die Zurückgabe des wahren Kreuzes. Richard und Philipp garantieren für diesen ungewöhnlich hohen Preis das Leben der Garnison. Saladin akzeptiert den Vertrag, obwohl er gegen seinen Willen abgeschlossen wurde. Die Kreuzfahrer nehmen die Stadt in Besitz. Auch Herzog Leopold von Österreich pflanzt seine Standarte auf einen Turm, um seine Ansprüche geltend zu machen. Richard lässt die Fahne vom Turm holen und durch den Schmutz ziehen. Diese symbolische Handlung Richards sollte Folgen haben. Kirche, Militärorden, Handels- und Feudalherren streiten sich um die Häuser und Viertel, die sie vor dem Siegeszug Saladins innehatten. Viele Besitzurkunden sind verloren gegangen. Der Besitz der reichen Hafenstadt verschärft auch die Frage, wer denn eigentlich König sei. Schließlich wird ein Kompromiss geschlossen. Guido soll bis zu seinem Ableben König sein. Dann soll die Krone auf Konrad übergehen. Philipp begibt sich zu Schiff. Er ist seit langem kränklich. Seinen Anteil der Beute in Akkon hat er mit Konrad geteilt. Die Hälfte Zyperns, die ihm zusteht, rückt Richard nicht heraus. Richard versucht vergeblich, die Abreise Philipps zu verhindern, aus Sorge um seine Besitzungen in Frankreich. Philipp hinterlässt einen Truppenkontingent und tritt verbittert die Heimreise an. Richards Sorgen sind berechtigt. Zurück in Frankreich versucht Philipp, sich strittige Gebiete anzueignen. Auch er bricht damit den Vertrag. So ist die Ausgangslage wieder erreicht. Es herrscht Krieg zwischen Philipp und Richard. Richard erwartet in Akkon das Lösegeld für die gefangenen Muslims. Als Saladin mit den vereinbarten Raten in Verzug kommt, lässt Richard die Muslims nach Amboise 2700 Männer, Frauen und Kinder umbringen.
Nach muslimischen Quellen hat sich Richard geweigert, nach Zahlung der ersten Rate die Garnison abziehen zu lassen. Saladin hatte 100.000 Goldstücke, christliche Gefangene und Geiseln angeboten. Die Umstände bleiben dunkel. Die Massenhinrichtung wird dagegen von allen Chronisten bestätigt. Ambroise schreibt: Sie wurden alle abgeschlachtet, die nach der Christenblut getrachtet. Die Rache konnten sie genießen. Der Schöpfer sei dafür gepriesen.